Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie wieder ganz herzlich hier zu unserem Webinar begrüßen. Das Ganze ist ja jetzt inzwischen eine Webinarreihe geworden, die aufeinander aufbaut. Und ich freue mich, dass wir doch eine große Anzahl Teilnehmer haben, die schon, ich sage jetzt beinahe mit einer gewissen Vorbildung über das System, hier teilnehmen. Deswegen möchte ich mich heute auch nicht so sehr auf die Technik des Systems beschränken, sondern wieder mal mehr in unseren eigenen Bereich hineingehen, nämlich in die Zahnmedizin, in Diagnose und Therapie. Und deswegen heißt das Ganze hier auch im Prinzip die digitale Aufbissschiene. Und da eine solche Schiene nicht von einem Zahnarzt alleine her entsteht, sondern in der Zusammenarbeit mit einem Zahntechniker, der genauso wie der Zahnarzt sein Wissen um die Gestaltungsmöglichkeiten, um die Umsetzung der Anforderungen, die wir aus der Diagnostik gewonnen haben, da es darum geht, haben wir dieses Webinar aufgeteilt in zwei Abteilungen. Heute kommt der zahnmedizinische Teil, den ich durchführen werde. Und das nächste Webinar Anfang Dezember wird dann von Herrn Völker gehalten, der als Zahntechniker die praktische Umsetzung zeigt, wie das, was wir mit dem Registriersystem aufgezeichnet haben, in eine, ja, dann für den Patienten geeignete und therapeutisch sinnvolle Aufbissschiene umsetzen wird. Dazu begrüße ich den Herrn Völker jetzt. Ich weiß nicht, ob wir inzwischen ein Bild von ihm haben, aber Ton haben wir, glaube ich. Er hört mir jetzt die ganze Zeit zu, hat er mir versprochen, und weiß daher, wie der wie der ganze Werdegang zu den Ergebnissen ist, die er nachher verarbeiten muss. Denn wir haben ja jetzt das Ganze als digitalen Workflow gekennzeichnet. Trotzdem, in der Zahnmedizin gibt es auch noch eine ganze Menge analoges Wissen, was verarbeitet werden muss. Und deswegen schalten wir jetzt mal auf die Präsentation um. Genau. Und ja, digitale Aufbissschiene war als Stichwort schon genannt. Ich möchte das Ganze jetzt mal so darstellen, dass wir einen Behandlungsverlauf durchsprechen von der Verdachtsdiagnose bis zur adjustierten Aufbissschiene und dabei natürlich den Schwerpunkt auf die digitale Erfassung und Umsetzung legen. Das Ganze jetzt noch als eigenes kleiner Hinweis in eigener Sache sozusagen. Das Ganze können Sie natürlich auch mit Ihren Fragen begleiten. Wobei Sie bitte, wenn Sie technische Fragen haben, Sie haben keinen Ton oder irgend sowas, in der Chatfunktion nutzen können. Und das andere, wenn Sie an mich Fragen haben, die Fragen- und Antworten-Funktion. Also bitte unterscheiden Sie, technische Fragen ist Chat. Wenn Sie mit mir irgendwelche Fragen klären wollen, am Ende des Webinars werde ich die beantworten. Sie können die gerne jetzt schon in die Fragen- und Antworten-Rubrik reinschreiben. Ich sehe Sie zwischendurch und kann eventuell sogar schon während des Webinars drauf eingehen. So, jetzt gehen wir aber mal in die Sache selber rein. Diesen Workflow bei Funktionstherapie haben Sie, wenn Sie eins der vorhergehenden Webinare gesehen haben, schon mal kurz gesehen. Und da werden Sie ganz schnell feststellen, wir haben eigentlich zwei ganz große Bereiche, die wir abarbeiten, nämlich einmal den, ich sag mal, zahnmedizinisch analogen Teil. Wie kommen wir von dem ersten Verdacht einer Funktionsstörung zu einem gesicherten klinischen Befund? Und zweiter Schritt, wir müssen dann alle Informationen sammeln, die notwendig sind, um sie nachher in eine adäquate Schienentherapie umzusetzen. Und da kommt natürlich das GMA-Optik
primär zum Einsatz. Auch das haben Sie schon mal gesehen, die prinzipiellen Möglichkeiten eines solchen Workflows. Wir können, so, da ist meine Maus wieder, wir können die traditionelle Linie mit konventioneller Abformung bis zur konventionellen Kunststoffverarbeitung durchgehen, ohne digitale Aufzeichnungen nicht, aber ohne digitale Umsetzung im Labor. Der mechanische Artikulator wird dann ebenfalls über Parameter, die über das GMR-Optik bestimmt werden, eingestellt. Das wollen wir heute mal ganz hinten anstellen und uns auf den digitalen Bereich beschränken. Und da haben wir jetzt so einen kleinen, ich hätte beinahe gesagt, Stilbruch heute, nämlich wir werden nicht ausschließlich digital arbeiten, das würde nämlich bedeuten optische Abformung, virtueller Artikulator und so weiter, sondern wir starten mit konventioneller Abformung, Gipsmodellen, die im Labor scannen und dann digital in den virtuellen Artikulator übertragen werden. Warum dieser kleine Rückgriff auf die analoge Technik? Ganz einfach. Ich arbeite seit mehreren Jahren praktisch ausschließlich konsiliarisch für mehrere Kollegen, die mir ihre Patienten mit Funktionsbeschwerden dann überweisen. Entweder direkt oder sie kommen über Umwege zu mir. Einer der häufigsten Umwege ist über die Physiotherapie. Auch das vielleicht ein Hinweis für Sie. Arbeiten Sie mit einem Physiotherapeuten in der Nähe zusammen, der sich auf diese Thematik auch eingearbeitet hat. Denn er wird eine ganze Reihe von Patienten finden, die zum Beispiel von Orthopäden oder von Neurologen zu ihm geschickt werden mit Beschwerden, die noch nicht dem Kiefergelenk oder dem Funktionseinheit Kausystem zugeordnet sind, die aber dazugehören. Und ein guter Physiotherapeut wird das erkennen und den Patienten dann direkt oder indirekt über den behandelnden Arzt an Sie weiterleiten. So auch in diesem Fall, den ich hier exemplarisch vorstellen möchte. Dieser Patient kommt über die Physiotherapie von einem Zahnarzt zu mir und brachte schon seine Gipsmodelle mit. Und da ist es dann natürlich unsinnig, Arbeiten doppelt zu machen, nur damit es in den vorgegebenen Workflow passt. Also haben wir hier die Gipsmodelle weiterverwendet, um die Hilfsteile vorzubereiten und das Ganze nachher über einen Laborscan in den virtuellen Artikulator einzufügen. Gehen wir aber zuerst einmal auf den zahnmedizinischen Teil ein, quasi die traditionelle klinische Untersuchung, die immer an erster Stelle stehen muss, damit wir wissen, was wir überhaupt später messen müssen. Einfach nur das ganze Messprogramm abzuspulen und sich davon dann die Erleuchtung zu erwarten, das funktioniert nicht. Wir müssen wirklich noch am Patienten unsere klinischen Informationen sammeln, um daraus den weiteren Arbeitsablauf dann abzuleiten. Natürlich auch im Verlauf der verschiedenen Messungen immer wieder überprüfen, welche Informationen brauchen wir, welche Besonderheiten hat der Patient, wie müssen wir das Messgerät sinnvoll einsetzen. Gehen wir kurz auf die klinische Untersuchung ein. Und normalerweise sollte bei jedem Zahnarzt, der prothetisch arbeitet, dieser Kurztest auf CMD bei jedem Patienten eigentlich durchgeführt werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Über diesen Kurztest, der vielleicht 1-2 Minuten dauert, haben Sie eine erste Information, ob der Verdacht auf eine Funktionsstörung vorliegt. Und Sie haben es dokumentiert.
dass Sie auf diesen Aspekt geachtet haben, bevor Sie eine prothetische Versorgung durchgeführt haben. Das ist forensisch eine ganz wesentliche Sache, die Sie bitte beherzigen sollten. Dokumentieren Sie, dass Sie auf CMD untersucht haben. Wenn keine Verdachtsmomente vorliegen, das heißt, wir haben nirgendwo ein Kreuzchen im Ja-Bereich, dann ist es ja gut. Wenn Sie im roten Bereich bei Ja ankreuzen müssen, Sie sehen unten, dann geht es weiter in die eigentliche CMD-Diagnostik. Und auch da sollten Sie sich an den entsprechenden Formblättern oder eigenen gestalteten Formblättern orientieren, dass Sie einen klaren Arbeitsablauf haben. Ich selber habe für meine Patienten einen Anamnesebogen mit speziellen Fragen zur CMD entwickelt über die Jahre. Und der Patient, den ich Ihnen heute hier vorstellen möchte, der hat mir diesen Bogen auch ausgefüllt. Und Sie sehen, da sind sehr viele Kreuze auf der linken Seite, was alles bei ihm zutrifft, von dem Gefühl, dass sein Biss nicht stimmt, bis hin zu Tinnitus, häufigen Kopfschmerzen und so weiter. Also er bietet uns sozusagen die ganze Palette der Symptome, die auf eine Funktionsstörung hindeuten. Wenn wir das wissen, bekommt mein Patient sozusagen seine Hausaufgaben mit, und zwar schon im Rahmen des Heil- und Kostenplans kriegt er Anamnesebögen, die er selber ausfüllen soll. Links im Bild sehen Sie einen Fragebogen oder besser gesagt ein Zeichenblatt, auf dem er einfach nur markieren soll, in welchen Bereichen er Probleme hat. Sprechen wir hier nicht von Schmerzen, sondern wirklich von Problemen, dass er sagen kann, okay, ich habe im Kopfbereich was, ich habe im Halsbereich was. Und Sie werden, wenn Sie den Patienten auch darauf hinweisen, dass da unten so ein ganzer Körper angemalt ist, sehr schnell finden, dass viele, viele Patienten mit Funktionsstörungen auch im Hüftgelenkbereich und im Kniegelenkbereich ihr Kreuzchen oder wie hier im Fall den Kreis machen, als Hinweis darauf, dass in der Gesamtstatik des Körpers irgendwo ein Problem auftritt. Und da ist natürlich immer die Frage, ist jetzt dieses entferntere Problem, Hüftgelenk oder Knie oder Halswirbelsäule, der auslösende Faktor für die CMD oder geht es von oben runter, CMD beeinflusst die gesamte Körperhaltung und führt zu Störungen im ferneren Bereich des Körpers. Und was sich bei mir sehr, sehr gut bewährt hat, ist, dass Sie den Patienten seine allgemeine Anamnese im Vorfeld aufschreiben lassen. Diese Patienten haben oft eine lange Geschichte schon mit Behandlung durch verschiedene Ärzte und so weiter. Und da ist es ganz gut, wenn sich der Patient mal Gedanken darüber macht, wie ist das alles abgelaufen, auch rein zeitlich. Und Sie haben immer Unterlagen, die auch dann durch die Unterschrift des Patienten dokumentieren, was er Ihnen erzählt hat, welche Beschwerden er Ihnen geschildert hat und auch, dass Sie nach Abschluss der Therapie mit ihm vergleichen können, was hat sich geändert, welche Probleme sind gelöst, welche Probleme sind vielleicht auch noch nicht optimal gelöst, aber wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht weiter im Sinne von, wir können das Rad nicht ganz zurückdrehen, dass wirklich keine Beschwerden mehr sind. Und dann kommt natürlich auch die klinische Untersuchung ins Spiel. Und für diese klinische Funktionsanalyse habe ich auch mir meinen eigenen Bogen entwickelt. Und das liegt einfach daran, dass ich sehr muskelbetont untersuche und behandle. Und deswegen sehen Sie auf der rechten Seite eine lange, lange Auflistung der verschiedensten Muskeln, teilweise noch in mehrere Bereiche unterteilt. Und die werden alle der Reihe nach durchpalpiert als statische Palpation der Muskulatur. Und auch hier hat unser Patient reichlich was zu bieten.
Das heißt, Sie können ganz grob sagen, je mehr Häkchen dort in den verschiedenen Kästchen erscheinen, desto problematischer ist seine muskuläre Situation. Das sagt jetzt noch nichts über das Gelenk selber aus. Dafür ist die linke Seite mehr zuständig. Und Sie sehen, dass auch das Kiefergelenk dann in Statik und Dynamik palpiert wird. Also links in der Dynamik, rechts in der Statik. Und ich unterscheide da sehr stark, ob es Reibegeräusche, Knackgeräusche, Schmerzen gibt in den verschiedenen Phasen der Öffnungs- und der Schließbewegung. Hier bei diesem Patienten asymmetrische Protrusion, linkslateral eingeschränkter Bewegungsraum und so weiter können dann auch so quasi als Freitext dazugeschrieben werden. Die beiden nächsten Kästchen, Untersuchungsbereiche sind jetzt eigentlich durch die elektronische Funktionsanalyse ein bisschen überflüssig geworden, weil die Informationen, die dort eingetragen werden und die ich früher am Patienten direkt gemessen habe, so mit dem Lineal und der Schieblehre, während unserer Registrierung automatisch erfasst und dokumentiert werden. Links unten noch die orthopädischen Befunde, die sich auf den Rest des Patienten beziehen. Hier jetzt Verspannung Schultergürtel, es hätte noch reingehört, Hüftbeschwerden und Kniegelenkbeschwerden. So, jetzt hatte ich eben gesagt, wir müssen nicht mehr mit der Schieblehre an den Patienten, um den Bewegungsraum zu messen, sondern es reicht, wenn wir hier unsere Aufzeichnungen durchführen und die entsprechenden Parameter werden direkt angezeigt. Und ich sehe gerade, dass das Bild unvollständig ist. Irgendwo hat er da Werte nicht übernommen aus dem Screenshot. Und zwar werden eigentlich eingeblendet auch die, sagen wir, die Mittelwerte, die üblichen Werte, die ein Patient aufweisen sollte. Wir haben hier jetzt 4,9 mm für den rechtslateralen Bewegungsraum und 22 mm muss es wohl heißen, für den linkslateralen Bewegungsraum. Und Sie sehen auch direkt durch die Unterschriften, ich mache alle Messungen zweimal. Ich mache sie einmal zahngeführt und zum zweiten ohne Zahnkontakt, in der Regel mit einem Stützstift geführt. Und der Vergleich dieser Parameter zeigt mir, ist das Gelenk hauptsächlich betroffen, dann wären beide Bewegungsparameter gleich gestört. Oder haben wir es hier mit sehr starken okklusalen Einflüssen bei der Störung zu tun, dann unterscheiden sich die Parameter. Das wäre jetzt so der erste Hinweis, worauf wir bei den späteren elektronischen Messungen achten müssen. Und wir sehen hier, dass bei diesem Patienten die Mundöffnung teilweise sehr groß ist, bis zu 50 mm. Das geht deutlich über das durchschnittliche Maß so von um die 40 mm hinaus. Während die Lateralbewegungen doch zu klein sind, rechtslateral 4,9 mm, ist deutlich unter dem Schnitt von ca. 10 bis 12 mm. Machen Sie sich so die grobe Faustregel, Öffnungsbewegung geteilt durch 4 ist das Maß für die Lateralbewegung und für die Protrusion. Das heißt, auch Protrusionsbewegungen sind hier deutlich schon limitiert. Über Kondylenbahnneigung und Kondylenbahnlänge sprechen wir dann nachher noch. Das jetzt nur quasi im Vorgriff auf die elektronische Registrierung als
Hinweis, dass wir diese Messwerte nachher auch dokumentiert haben. Hier habe ich die Modelle des Patienten schon einmal im Laborscanner eingescannt und um mir einen Überblick über die okklusalen Kontaktverhältnisse und die okklusalen Problematiken zu verschaffen. Und hier fällt auf den ersten Blick auf, dass wir sehr starke Schlifffacetten im Frontzahnbereich haben, im Oberkiefer, palatinal, aber auch im Eckzahnbereich. Und das fällt hier jetzt ganz besonders auf, im Eckzahn- und Prämolarenbereich. Hier auf dem Eckzahn eine sehr große Schlifffacette, etwas kleiner angedeutet hier. Im Unterkiefer ähnliches Bild, sehr starke Schlifffacetten im Eckzahn-Prämolarenbereich. Diese ganzen Flächen hat sich der Patient schon zurechtgeknirscht. Und was auffällt, Unterkiefer-Frontzahn-Krone hier, die auch zu den Schlifffacetten palatinal hier da im Oberkiefer-Frontzahnbereich geführt hat. Halten wir also diese Krone schon mal ein bisschen im Auge als potenziellen Störfaktor. Und noch eine interessante Schlifffacette sehen wir direkt auf Anhieb. Das ist hier auf 4,7 diese Schlifffacette, die auf einen Fehlkontakt hindeutet, der natürlich dann auch zu funktionellen Störungen und starker Muskelbeteiligung führen kann. Also auch diese Okklusionsanalyse können wir jetzt schon digital durchführen und im weiteren Verlauf, wenn die Modelle und die Bewegungsparameter nachher in die CAD-CAM-Software überführt worden sind, können wir auch in der Dynamik die Kontaktverhältnisse dann überprüfen und beurteilen, wo Fehlkontakte auftreten. So viel zum klinischen Anteil. Und jetzt gehen wir mal in die reine Registriertechnik rein. Das heißt in die instrumentelle Funktionsdiagnostik. Und hier kommen vor allen Dingen diese vier Aufzeichnungsbereiche ins Gespräch. Nämlich einmal Bewegungsaufzeichnung, Zahn geführt und Bewegungsaufzeichnung Stützstift geführt. Die heißen als Modul dann Artikulator, weil die Bewegungsaufzeichnungen, die wir dort durchführen in diesem Modul, zur Berechnung der Einstellwerte für einen Artikulator benötigt werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen mechanischen Artikulator oder einen virtuellen Artikulator handelt. Denn wir müssen jetzt nachher unterscheiden in der CAD-CAM-Software. Wollen wir bestimmte Bewegungsrichtungen nur vermessen, um damit Einstellwerte für den einen virtuellen Artikulator zu bestimmen? Denn ein virtueller Artikulator ist nichts anderes als die elektronische Nachbildung eines mechanischen Artikulators. Das heißt, wir haben dort Gelenkbarneigungen, die wir einstellen können, wir haben Bennettwinkel, die wir einstellen können, aber die Bewegungsbahnen, die durchlaufen werden dabei, das sind mittelwertig vorgegebene Bahnen. Das muss man jetzt einfach mal so im Kopf behalten, dass wir, wenn wir bestimmte Bewegungsrichtungen aufzeichnen, nur den Anfangs- und Endpunkt sozusagen festlegen, die Bewegungsbahn dazwischen, die ist nicht individualisiert später in der Nachbildung des virtuellen Artikulators, sondern mittelwertig. Ganz anders sieht es aus, wenn wir innerhalb des Programms dann den Kauzyklus aufzeichnen. Das ist vereinfacht gesagt, der Kauzyklus sollte aber eine Aufzeichnung unter Zahnkontakt in alle Bewegungsrichtungen sein, als eine fortlaufende Bewegung. Und wir können dann diese Bewegungsaufzeichnung auch übertragen in das CAD-CAM-System,
aber ohne, dass wir einen virtuellen Artikulator dafür benutzen, sondern alleine aus diesen Bewegungsaufzeichnungen die Bewegung der virtuellen Modelle gegeneinander dann reproduzieren. Das heißt, da werden dann die gesamten Bewegungsmuster, die der Patient anbietet, auch eins zu eins wiedergegeben. Und wir müssen uns eigentlich dann an einer Stelle entscheiden, wollen wir Einstellwerte und mittelwertig geführte Bewegungsmuster oder wollen wir ganz individuelle Bewegungen nachher reproduzieren. Diese Überlegung ist sehr wichtig, wenn wir es mit einem Patienten mit Funktionsstörung zu tun haben. Denn wir haben ja eine Störung dieser Bewegungsbahnen, sei es jetzt von der Okklusion herkommend oder von Einflüssen aus dem Kiefergelenk, dass dort pathologische Veränderungen stattgefunden haben. Natürlich noch Einfluss der muskulären Steuerung. Und da stellt sich die Frage, wollen wir diese unphysiologischen, gestörten Bewegungsmuster tatsächlich später in eine Arbeit übernehmen? Also werden wir hier nicht direkt die tatsächlichen Bewegungsmuster des Patienten in die CAD-CAM übertragen, sondern wir werden über die Einstellwerte für einen virtuellen Artikulator arbeiten. Diese Unterscheidung muss man eigentlich schon vor Beginn der Messung machen, man kann auch nachher auswählen, aber man muss sich vorher darüber im Klaren sein, was will ich nachher mit meinen Messergebnissen durchführen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Kondylenpositionsanalyse oder elektronische Positionsanalyse. Hier können wir sehr gut diagnostische Hinweise bekommen, wie es nachher mit der Schienenpositionierung, mit der Zentrik auf der Schiene aussehen soll. Und natürlich kommt dann das Modul der Zentrikbestimmung zum Einsatz. Auch hier müssen wir wieder überlegen, nach welcher Methode wir diese Zentrik bestimmen wollen. Die dazu notwendigen Arbeitsschritte mit dem GMA-Optik haben wir Ihnen ja schon in den Webinaren vorher vorgestellt. Wir haben für alle Arbeitsschritte auch kurze Tutorials von wenigen Minuten Dauer angefertigt, die Sie auf YouTube finden können. Geben Sie auf YouTube als Suchwort GMA Optik und den Titel dieses Tutorials ein und Sie werden sofort dann dorthin geleitet und können noch einmal nachschauen, wie führe ich jetzt konkret diesen Arbeitsschritt aus. Ja, wie läuft das jetzt am Patienten ab? Eigentlich sehr klassisch, nämlich erstmal die Hilfsteile, die wir angefertigt haben, sei es jetzt im Labor nach konventioneller Technik oder auch über CAD-CAM designed und geprintet. Die probieren wir ein, damit sie nachher im Arbeitsablauf auch sehr einfach eingesetzt und wieder herausgenommen werden können. Aber es kommt jetzt noch in dieser Phase der Behandlung zwei Scans dazu. Nämlich, wir haben im Vorfeld ja den Scan des Oberkiefers und des Unterkiefers gemacht oder machen es jetzt in diesem Arbeitsschritt auch mit. Aber wir brauchen auch noch einen Scan der Bissgabel am Oberkiefer, damit wir eine räumliche Zuordnung über die Bissgabel in das CAD-CAM-System erzielen können. Im CAD-CAM-System ist als Scan die Bissgabel hinterlegt. Wenn wir die Bissgabel angelegt am Oberkiefer durch einen vestibulären Scan mit erfassen, kann über einen Matching-Prozess der Oberkiefer in das System eingelesen werden in der richtigen Position.
Allerdings ist diese Darstellung schon mal sehr gut geeignet, um dem Patienten einen ersten Eindruck von seiner Fehlfunktion zu geben. Und das ist sozusagen das Demonstrationsmodell für ihn, wo wir ihm erklären können, welche Problematik wahrscheinlich bei ihm vorliegt. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an, denn wir können jeden Bereich der Aufzeichnung vergrößert darstellen unter verschiedenen Aspekten, das heißt von lateral, von frontal, von horizontal und können hier die Bewegung wieder durchlaufen lassen. Hier ist mit der kinematischen Achse gearbeitet worden und als Startposition haben wir den rechten und den linken Kondylus, die Zentrik des Kondylus, übereinander gelegt, also in einer streng lateralen Ansicht und fahren diese Bewegung jetzt durch. Und da sehen wir auch schon die ersten Probleme in den Bahnkurven. Ich stoppe mal. Und wir sind hier im Bereich der Protrusion unter Zahnführung. Und da sehen Sie bei beiden Bahnen, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt, einen, ja, ich möchte sagen, Knick in der Bahnkurve. Das heißt, der rechte Kondylus wandert zuerst ein klein wenig hoch, erreicht diese Position und erst dann beginnt das physiologische Vorwärts-Abwärtsgleiten des Kondylus im Rahmen der Protrusionsbewegung. Das ist auf der linken Seite, die rote Bahnspur, auch erkennbar, wenn auch nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, das Hauptproblem liegt hier tatsächlich im rechten Gelenk. Und dass diese Bahnkurve zuerst nach oben vorne geht, ist ein Hinweis darauf, dass wir es auch hier mit einer Diskusverlagerung zu tun haben, die wahrscheinlich, das werden dann noch die anderen Aufzeichnungen später die bildgebenden Verfahren zeigen, die hier zu einer deutlichen anterioren Verlagerung des Diskus führen, der dann auch im weiteren Verlauf der Bewegung die Protrusionsbahn einschränkt und blockiert. Ne? Meine Zeitachse, so. Und am Ende der jeweiligen Protrusionsspur sehen wir, dass es hier sehr instabile Positionen gibt, vor allen Dingen im linken Gelenk. Das rechte Gelenk wird ja durch die Diskusverlagerung stabilisiert im negativen Sinne, während das linke Gelenk noch deutlich freier beweglich ist, aber durch die Muskelfunktionsstörungen dort keine stabile Position einnimmt, sondern hier instabil ein wenig in der Gegend herum bewegt wird. Diese Spuren finden wir dann auch bei links- und rechtslateralen Bewegungen, auch hier immer dieser deutliche Ansatz, erst nach oben vorne, dann auf einer regulären Bahn nach vorne unten, im Sinne einer Diskusverlagerung. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, unter dem Aspekt, was passiert, wenn wir die Zahnführung wegnehmen und das Gelenk sozusagen frei muskulär und von der anatomischen Struktur des Gelenkes her geführt betrachten. Da sehen Sie schon bei den ersten Bewegungsaufzeichnungen, dass wir es hier mit einer zwar noch nicht optimalen Funktionen des Gelenkes zu tun haben, aber die deutlichen Störfaktoren, die wir in der zahngeführten Aufzeichnung gesehen haben, doch eliminiert sind. Und das ist ein ganz klassisches Zeichen dafür, wenn
die zahngeführte und die stützstiftgeführte Aufzeichnung unterschiedlich sind, dass wir es hier mit einem starken okklusalen Einfluss zu tun haben im Sinne von Fehlkontakten in der dynamischen Artikulation. Auf eins möchte ich bei dieser Darstellung aber noch hinweisen, und zwar, dass wir es hier bei der Darstellung der knöchernen Strukturen nicht mit den individuellen Gegebenheiten der individuellen Anatomie des Patienten zu tun haben, sondern dass das Ganze einprojiziert ist von einer mittelwertigen Anatomie. Das heißt, wir können über die Bewegung des Kondylus in der Fossa keine diagnostischen Rückschlüsse ziehen. Auch das ist leider ein Fehler, den viele Anwender machen, dass sie sich da die Bewegung des knöchernen Kondylus anschauen und dann auf Spalten, Dicken für den Diskus und so weiter abheben. Das geht nicht. Es werden hier keine Aussagen über die anatomischen Strukturen, die knöchernen anatomischen Strukturen gemacht. Wir dürfen nur die reinen Bewegungsmuster der Bewegungsspuren uns anschauen und diagnostisch analysieren. Warum ist das so? Ein ganz kurzer Blick hierauf. Wir haben, und das ist eine Aufzeichnung, die von der Firma 1000 Shapes mir zur Verfügung gestellt worden ist. Hier sind über 100 zahnlose Unterkiefern vermessen worden und daraus ist dann ein volumetrischer Mittelwert gebildet worden. Man sieht hier die einzelnen separierten Unterkiefer aus einem DVT jeweils. Und wir sehen die starken intraindividuellen Unterschiede in der Gestaltung des Kondylus, in der interkondylaren Distanz und so weiter. Und über einen mathematischen Algorithmus wird dabei dann eine Art mittelwertiger Knochen gebildet. Das Schöne ist, man kann verschiedene mathematische Algorithmen anwenden und kommt jeweils zu anderen Mittelwerten. Und das bedeutet, die Mittelwerte, die wir benutzen, können nur eine grobe Annäherung sein, um zu beurteilen, wie die ganze Funktion im Kiefergelenk abläuft. Wenn, dann müssten wir eigentlich, und das ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen und auch gehen werden, dass wir DVT-Aufnahmen mit separiertem Unterkiefer zur Verfügung haben, in die Bewegungsspuren, die wir hier aufgezeichnet haben, auf diesen knöchernen Unterkiefer übertragen und damit dann auch die Gelenkverhältnisse unter der Bewegung tatsächlich berücksichtigen können oder interpretieren können. Ich habe Ihnen jetzt nochmal andere Bewegungsaufzeichnungen hier mitgebracht. Auch hier können wir sehen, welche Unterschiede zwischen der Zahnführung und der Stützstiftführung entstehen. Als Zeichen einer starken, eines starken okklusalen Einflusses, während bei der Öffnung ganz deutlich eine Fehlpositionierung des Diskus zu erkennen ist, allerdings nicht so stark ausgeprägt wie bei den Protrusions- und Latrotrusionsbewegungen, sehen wir das bei der Stützstiftführung weniger. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, bei der Öffnung dürfte eigentlich gar kein Einfluss der Okklusion da sein. Stimmt nur bedingt, denn die Startpositionen sind unterschiedlich. Bei der zahngeführten Bewegung startet der Patient aus seiner maximalen Interkuspidation mit einer Verlagerung des Diskus, während er bei der Stützstift oder Öffnung aus der Stützstiftposition schon eine zentrierte Kondylenposition innerhalb des Diskus
hat, aber durch die muskulär eintrainierten Fehlfunktionen haben wir hier immer noch den Einfluss der diesen Störungen der Bandkurven dann aufzeigt. Jetzt hier noch eine Aufzeichnung, die für uns sehr wichtig ist in der Gestaltung der Schienen nachher. Wir haben einmal die Latrotrusion nach links Zahn geführt und Stützstift geführt. Und da sehen wir einen Effekt, na, jetzt startet auch oben, den wir bei der Zahnführung haben und weniger stark ausgeprägt, aber auch bei der Stützstiftgeführten, nämlich, dass bei der Latrotrusion der Kondylus nach hinten oben wandert, wenn die Bewegung wieder rückläufig in die maximale Interkuspidation ist. Das bedeutet letztendlich, dass wir den Kondylus schützen müssen, dass er, oder nicht den Kondylus, sondern die weiche Gewebestrukturen hinter dem Kondylus, dass wir nach hinten oben wandern. Das heißt, die Schiene muss so gestaltet werden, dass sie einen dorsalen Anschlag hat und der Kondylus nicht weiter nach hinten rutschen kann. Das zeigt uns auch die Positionsanalyse. Wir haben hier dreimal die Stützstiftposition. Sie sehen unten die Positionen mit 1 bis 3 gekennzeichnet, Stützstift. Und die sind alle auf derselben Position. Das heißt, wenn wir ohne Zahnführung die zentrische Position einnehmen lassen, kommen wir immer ungefähr auf dieselbe Position. Die liegen alle hier in demselben Kreis. Lassen wir den Patienten allerdings zubeißen in seine maximale Interkuspidation, dann haben wir dreimal denselben Punkt, immer auf derselben Stelle, aber ein ganzes Stück nach kranial-lateral bzw. kranial-dorsal versetzt. Auf der rechten Seite links deutlich nach kranial und auch hier nach dorsal. Das heißt, wenn der Patient in seine maximale Interkuspidation zubeißt, wird sein Kondylus zwangsweise in die am meisten gefährdete Zone gedrückt, nämlich nach hinten oben. Und genau das müssen wir verhindern. Und deswegen werden wir die Zentrikaufzeichnung auch so gestalten, dass wir einen Zentrikpunkt finden über den Stützstift, der eine physiologische Belastung des Diskus mehr oder weniger erlaubt. Wir haben immer noch die muskuläre Fehlsteuerung drin. Und die sehen Sie hier in der Aufzeichnung des gotischen Bogens ganz, ganz deutlich. Der Patient ist kaum in der Lage, reproduzierbare Bewegungen durchzuführen und kann auch diese Pfeilspitze nur andeutungsweise dann aufzeichnen, sodass wir über eine manuelle Positionierung uns die bestmögliche Position für die Zentrik jetzt für die Schiene einstellen müssen. Diese so gewonnene Zentrik überführen wir dann auch in ein tatsächliches Zentrikregistrat und mit diesem führen wir dann den intraoralen vestibulären Scan aus, um die Relation Unterkiefer zu Oberkiefer auch digital zu fixieren. Wie das gemacht wird, sehen Sie auch wieder in so einem Tutorial, um hier die Zeit nicht länger zu überschreiten. Gehen wir jetzt direkt in die Anforderungen, die an den Zahntechniker gestellt werden. Aus den ganzen Aufzeichnungen haben wir gesehen, dass der Patient seine Zentrik noch nicht wirklich finden kann. Wir müssen ihm also Freiraum in der Zentrik geben. Das kriegen wir sehr gut geregelt über ein Aufbissplateau im Seitenzahnbereich, ohne Verschlüsselung der Unterkieferposition, das heißt ohne eine Interkuspidation darauf.
Das ist so ähnlich, als wenn Sie mit Ihren Fingerspitzen auf der Tischoberfläche stehen und da können Sie auch hin und her rutschen so ein bisschen. Da haben Sie keine Informationen, welche Position für Sie die richtige ist. Und diese, man nannte es früher auch Freedom in Centric Position, die sollte schon einen guten Millimeter betragen, damit er dort unter der weiteren Therapie auch eine neue Zentrik sich suchen kann oder einstellen kann. Dann brauchen wir eine Front-Exzent-Führung und dafür nehmen wir die gemessenen Parameter für den Artikulator, die wir aus der zahngeführten Bewegungsaufzeichnung gewonnen haben. Das andere erklärt sich von selbst, Vermeidung von Führungsfacetten. Und wie ich eben schon sagte, wir müssen einen dorsalen Stopp in die Schiene einbauen, dass der Unterkiefer nicht nach dorsal hinter die zentrische Position zurückrutschen kann. Und dafür kann der Zahntechniker hinter dem letzten unteren Zahn, Sie sehen, ist Oberkieferschiene, also hinter dem letzten Unterkieferzahn wie so einen kleinen Haken an die Schiene modellieren, der nach unten zeigt. Und dieses Zurückschieben des Unterkiefers unter den Bewegungen vermeidet. Ein Schutz für das retromolare Polster. Ich lasse das Aufbissplateau zur Okklusionskontrolle immer noch leicht mattieren. Dann habe ich es später leichter, die okklusalen Stops zu markieren. Und ich sehe auf der Schiene dann auch, ob die Schiene getragen wird, nämlich ob Schlifffacetten drauf sind oder nicht. Sehr schön ist es, wenn nach 2 Wochen Tragezeit Kontrolle gemacht wird und es sind immer noch die okklusalen Markierungen von vor 2 Wochen drauf, dann ist natürlich ganz klar, unsere Schienentherapie kann nicht helfen, wenn der Patient die Schiene nicht trägt. So, und jetzt haben wir alle Parameter zusammen. Wir haben die Frontzahnführung aus der zahngeführten Aufzeichnung. Wir haben die Einstellung der Kondylenbahn aus der stützstiftgeführten Aufzeichnung der Bewegungsparameter. Wir haben die Zentrik über den gotischen Bogen bestimmt. Wir wissen, dass wir den dorsalen Stopp brauchen. Und alle diese Informationen, die gesamten Aufzeichnungswerte, gehen jetzt an das zahntechnische Labor. Und dann müssen wir sehen, was der Zahntechniker jetzt daraus macht und wie er das umsetzt. Und ich glaube, er ist noch zugeschaltet und kann sich ganz kurz dazu äußern. Ich bin noch zugeschaltet, genau. Vielen Dank, Ulrich, für deine tollen Ausführungen. Also ich habe deine Informationen alle verstanden. Für mich ist immer wichtig, dass ich so diese Grundparameter von dir übergeben bekomme, dass ich weiß, in welchem Kiefer soll die Schiene produziert werden. Da hast du mir ganz klar den Oberkiefer genannt, da du auch einen dorsalen Stopp brauchst. Dementsprechend wählen wir in dem Fall auch die Oberkieferschiene aus. Du möchtest in dem Fall die zahngeführten Bewegungen verwenden, die du über das Zebra-System aufgezeichnet hast. Das heißt, am Ende des Tages brauche ich von dir natürlich die Artikulatorenprogrammierungsdaten beziehungsweise die Informationen und die Modelle beziehungsweise die Scans. Die haben wir ja eh schon hier und dementsprechend kann ich dann natürlich mit der Fertigung meiner Schiene beginnen. Jetzt in dem Fall haben wir ja das Glück, dass wir Modelle über den Patienten ja schon vorhanden hatten. Dann zeige ich nämlich im nächsten Webinar auch gerne die Reihe, wie wir im Grunde genommen vorgehen wollen, auch in einem analogen Bereich, denn der Zahntechniker, zumindest geht es mir sehr oft noch so, ich möchte ganz gerne auch immer mal die Schiene dann live auf den Modellen nachher sehen, um es auch im Artikulator nochmal nachvollziehen zu können, zeige ich also im nächsten oder im zweiten Teil des Webinars, wie man sowohl den analogen Weg bestreiten kann, als natürlich auch, weil so ist es ja auch deklariert, den digitalen Verfahrensweg, wie wir mit reinen Scans dann dementsprechend auch die Schiene im Oberkiefer nach Anforderung unseres Behandlers im Grunde genommen produzieren können. Das nächste Webinar ist ja in circa 4 oder 5 Wochen.
6 Wochen? Na, egal. Es ist so viel Zeit, dass wir die Schiene bis dahin nicht nur fertig haben, sondern ich die vielleicht auch sogar schon bekommen habe und am Patienten dann einsetzen kann, sodass wir beim nächsten Webinar nicht nur die Schiene als solche bewundern können, sondern auch mal sehen, was der Patient dazu sagt und wie der erste Eindruck des Patienten über diese Schiene ist, sodass er dann in Ruhe die Schiene herstellen kann. Wir werden uns noch dann zusammensetzen, wann wir die Schiene am Patienten auch einsetzen können und dann im Rahmen des nächsten Webinars auch darüber berichten. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Teilnahme. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir, wenn wir gerade noch in die Präsentation schalten, dass wir mit Beginn des nächsten Jahres auch wieder Kurse anbieten, Präsenzkurse, die auf der Internetseite der Firma Zebris angekündigt werden. Sie werden in verschiedenen Orten in Deutschland angeboten werden, sodass Sie auch nicht immer nach Isny kommen müssen, obwohl das hier eine sehr schöne Gegend ist und schon allein wegen der Gegend ein Besuch lohnt, aber auch wegen der Kurse. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, möchte aber noch darauf hinweisen, dass wir auch eine kleine Umfrage jetzt starten werden. Und dann, ja, das war es dann von meiner Seite. Und von Ihrer Seite sehe ich gerade eine Frage. Und zwar, die Frage ist, wie machen Sie die Untersuchung beim zahnlosen Patienten mit Implantaten? Im Prinzip genauso. Das heißt, es werden Registrierschablonen hergestellt für den zahnlosen Kiefer, sowohl oben oder unten oder beides eben, je nachdem. Die Implantate sind dann in der Regel noch nicht freigelegt, können aber auch, dann muss entsprechend in der Schablone Freiraum dafür geschaffen werden, dass also die Schablonen im Unterkiefer und im Oberkiefer an der Schleimhaut so anliegen können, wie es auch später die Prothese wird. Und über die Stützstiftregistrierung wird über den Stützstift die Schablone unten auch gehalten. Sie können dann die Bewegungsaufzeichnungen genauso machen wie einem Bezahnten. Einzige, was natürlich nicht geht, ist Aufzeichnung der Öffnungsbewegung. Dann würde die Schablone mit dem Sensor sich natürlich lösen. Und da müssen Sie den Patienten darauf hinweisen, alle Bewegungsaufzeichnungen unter leichtem Kontakt des Stützstiftes, sodass er darüber die Schablonen am Ort hält und auch die Schablonen sich unter der Bewegung nicht auf der Schleimhaut verschieben. Dafür braucht man nicht wirklich viel Kraft, sondern leichtes Fixieren über Zubeißdruck und fertig. So, nächste Frage. Machen Sie die Front-Eck-Zahnführung der Schiene immer so steil wie die zahngeführte Aufzeichnung? Und machen Sie keinen Unterschied zwischen Front- und Eckzahnführung in der Steilheit? Doch. War jetzt in der Kürze der Zeit nicht so klar zu erläutern. Wir haben ja Aufzeichnung die frontale Bewegung, also die reine Protrusion und die lateroprotrusive Bewegungskomponente über die Eckzahnführung. Und für alle drei Bewegungsrichtungen bestimmen wir die entsprechenden Einstellwerte für den Inzisaltisch. Die schaue ich mir an und untersuche das im Verhältnis zur okklusalen Situation, die ich auf den Modellen sehe oder am Patienten sehe. Wenn sie stark unterschiedlich sind, dann muss ich schauen, wo sind Schlifffacetten, wo sind Fehlführungen durch eine Eckzahnposition, dass er verdreht steht oder ähnliches, und greife hier manuell ein, sodass ich für links und rechts möglichst symmetrische Einstellwerte habe. Die Frontführung ist in der Regel etwas steiler als die Eckzahnführung. Dadurch, dass ich ja die Einstellwerte für den Artikulator
aus der zahngeführten Messung bekomme, kann ich hier auch bei der Übertragung ins CAD-CAM-System die Einstellwerte verändern und individualisiert anpassen. Wenn also jetzt eine Seite überhaupt keine Eckzahnführung hat, dann übertrage ich die von der anderen Seite rüber, sodass ich doch relativ symmetrisch arbeiten kann. So, wäre es nicht besser, wenn man statt einem Aufbissplateau eine Aufbissschiene, eine Funktionskauffläche in der festgelegten Therapieposition anfertigen würde? Wäre zwar aufwendig, man könnte aber testen, ob eine endgültige Versorgung auch funktioniert. Ja und nein. Es kommt immer darauf an, in welcher Phase der Therapie wir sind. Was wir heute gesehen haben, ist der Einstieg in die Schienentherapie. Das heißt, ich weiß aufgrund der muskulären Störungen, der Störungen in der Führung des Diskus im Gelenk und so weiter, dass hier Einflussfaktoren sind, die erst noch therapiert werden müssen. Und unter dieser Therapie verändert sich die Kondylusposition, die Diskusposition, die muskulären Führungsparameter verändern sich. Das heißt, wir starten mit einer Schiene, die Freiheit gibt, dass sich der Unterkiefer und damit die Kondylen neu positionieren können. Das passiert natürlich unter Hilfe von physiotherapeutischer Behandlung, durch laufende Adjustierung der Schiene unter dieser Positionsveränderung, sodass wir dann über die Zeit, und das sind Monate, eine Neupositionierung der Gelenke erzielen, die immer wieder begleitet wird von Adjustierung der Schiene. Ich möchte dem Unterkiefer und den Gelenken dabei komplette Freiheit geben, sich selber zu justieren. Und am Ende dieser Phase sollten wir einen stabilen Zustand auf der Schiene haben. Das heißt, wenn Sie 4 Wochen, 8 Wochen lang immer dieselben okklusalen Stopps dort aufzeichnen können, ohne dass sich noch groß was ändert, dann haben wir die Phase 2 sozusagen. Und hier wäre es in der Tat dann sinnvoll, eine neue Schiene herzustellen, natürlich unter neuer Aufzeichnung der Zentrik und der Bewegungsmuster. Und in diese Schiene dann ein, ich sage jetzt einfach mal, therapeutisches okklusales Muster einzubauen, was ja mit der CAD-CAM-Software nicht so wirklich aufwendig ist. Es ist die Gestaltung einer Okklusalfläche, wie wir sie im CAD-CAM-Bereich ja auch für Zahnersatz durchführen. Und diese therapeutische Positionierung, okklusale Gestaltung, kann dann ausgetestet werden. Verträgt der Patient das? Sind das die richtigen Führungsparameter, die wir jetzt eingestellt haben? Und wenn der Patient das alles toleriert, dann können wir diese therapeutische Okklusion in eine definitive Versorgung, wie auch immer die geartet ist, übernehmen. Gut, ich sehe gerade, Sie waren mit meiner Antwort zufrieden. Im Moment haben wir keine weiteren Fragen. Wenn Sie jetzt im Laufe der nächsten Zeit noch Fragen zu dieser Thematik haben, wenden Sie sich gerne auch per E-Mail an uns. Sie können mich direkt erreichen unter wegmann@cmd-zentrum-bonn.de oder suchen Sie den Kontakt über die Firma Zebris zu mir. Und ja, mit diesen Gedanken möchte ich Sie jetzt ins Wochenende entlassen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen noch ein schönes und erholsames Wochenende. Vielen Dank und auf Wiedersehen.